Herzlich willkommen zu meinem Video. Heute wurde der Komplett-Lockdown beschlossen. Es ist der 14.11.2020. Der Lockdown soll bis 6. Dezember dauern. Somit fällt auch in den Geschäften der Black Friday aus, wo sehr viel Umsatz gemacht wird, und fällt komplett auf den Online-Handel zurück. Ich habe auch Freunde, die viel online bestellen. Ich habe alle meine Weihnachtsgeschenke online bestellt. Ich möchte dem natürlich, dem stationären Handel nicht schaden, aber wenn der Preis für manche Sachen im stationären Handel doppelt so hoch ist, teilweise wie online, es ist einfach der Weg, dass man online bestellt und somit spart. Und das muss einfach verständlich sein. Auch wenn es den stationären Handel schadet, es ist einfach meines Erachtens das Problem, dass der stationäre Handel durch die zwei Lockdowns so viel Schaden genommen hat, dass sie nicht die Preise anbieten können, die wir im Internet haben. Und somit bleibt der auf der Strecke. Aber naja, heute war Sonja wieder da. Zum ersten Mal seit der Corona-Testung meines Vaters. Am Montag kommt Corinna. Heute habe ich mich richtig gut mit Sonja verstanden. Wir hatten richtig viel zu reden. Fast ohne Pause und haben uns richtig gut verstanden und es war ein lustiger Tag. Sie war auch bis 18:30 Uhr da und es war richtig, richtig schön. Ich hoffe, mit Corinna wird es am Montag genauso. Mir geht's durch den Beschluss des Komplett-Lockdowns momentan eigentlich relativ gut. Noch mache ich mir keine Sorgen um meine Gesundheit bis jetzt so, weil ich sowieso nicht viel rauskomme und heute war ich mit Sonja spazieren, aber nur dort, wo keine Leute gehen oder fast keine Leute und wo mich auch keiner anhustet oder so. Und das geht für mich ganz okay. Es hat fast 8 Grad gehabt oder 9 Grad. Und es war angenehm draußen. Deswegen haben wir uns entschieden, spazieren zu gehen. Und wir waren circa eine Stunde draußen. Wir haben außerdem getratscht und Kaffee getrunken. Sie war ein paar Mal rauchen, ich war mit. Aber ich habe nicht geraucht. Ich habe auch wieder ein Nikotinpflaster auf Arm. Die brauche ich noch immer. Sonst möchte ich morgen oder übermorgen, morgen ist ja Sonntag, übermorgen Kerstin kontaktieren und nochmal über den Lockdown reden, damit ich das für mich klar bekomme und damit es mir damit gut geht. Und ja, das ist einfach, das gehört immer wieder besprochen und wie man damit umgeht und ich verwende auch die Tageslichtlampe jeden Tag oder fast jeden Tag, nicht jeden Tag, weil sie mir gut tut, weil sie meine Stimmung hebt und mir dieses ständige Weglaufgefühl nimmt, dass ich durch den Zigarettenentzug habe. Ich habe immer das Gefühl, ich muss raus aus dem Haus. So, das meine ich mit Weglaufgefühl. Und wenn Sonja da ist oder Corinna, gehen wir auch viel raus. Und wenn es nicht kalt, zu kalt ist. Und das tut mir gut und mit der Tageslichtlampe wird es auch leichter.
Sonst. Christoph haben wir noch immer nicht angerufen. Ich weiß auch nicht, ob sich das jetzt noch lohnt, wenn der komplette Lockdown kommt oder ob er sich bei mir meldet. Ich habe jetzt alles probiert, was ich machen kann. Eine SMS geschrieben und angerufen bei ihm. Aber er dürfte ein neues Handy haben und oder eine neue SIM-Karte und sich deswegen nicht melden. Oder deswegen dürfte er immer, es klingt immer nach besetzt oder irgendwie so. Und ich weiß nicht, was genau los ist. Ich hoffe, es geht ihm gut und er ist nicht an Corona erkrankt oder so. Ja. Ich werde schauen, dass Mama am Montag oder Papa am Montag bei ihm anrufen, weil diese Ungewissheit macht mich irgendwie nervös. Ich werde aber in den nächsten Wochen nicht zu Christoph fahren. Das habe ich schon für mich entschieden, weil einfach auch bei den Sanitätern, die mit der Rettung fahren, die die Transporte machen, viele dabei sind, die sich mit Corona infizieren und es nicht wissen und nicht merken. Die werden zwar regelmäßig getestet, glaube ich, aber das weiß ich nicht genau. Und das Risiko will ich nicht eingehen. Und somit bleibt mir nichts anderes übrig, als Telefontherapie zu machen. Und das mit Kerstin momentan. Aber mit Christoph möchte ich es so bald wie möglich auch machen, wenn es ihm gut geht. Ich hoffe sehr, dass es ihm gut geht. Sonst gibt es nicht viel Neues. Lockdown heißt wieder herinnen bleiben. Es wird immer kälter, die Luft ist kalt und neblig teilweise oder feucht teilweise. Das tut meiner Lunge nicht so gut. Heißt wieder mehr herinnen bleiben. Und je nachdem, wie sich die Corona-Situation verschlechtert oder verbessert, muss auch entschieden werden, wie lange die Assistenten kommen. Oder ob man dann mal Pause macht, wegen der Infektionsgefahr. Aber momentan schaut's noch ganz okay aus. Ich meine, die Infektionszahlen sind so hoch wie noch nie. Und die sind wirklich unglaublich. Ich weiß gerade keine aktuellen Zahlen, weil ich jetzt schon 3 Tage nicht mehr reingeguckt habe, weil mich das einfach nervös macht. Aber ich habe zum letzten Mal geguckt, da waren wir bei 62.800. Und jetzt sind wir schon weit drüber. Aber der Lockdown soll ja was bringen und momentan fühle ich mich mit meinen Assistenten gerade so sicher, dass sie mich nicht anstecken oder so, dass ich keine Gefahr empfinde, wenn ich sie kommen lasse. Auch wenn es ein Risiko ist. Aber meine Eltern gehen ja auch raus. Sie gehen einkaufen, sie nehmen an verschiedenen Sachen teil, die stattfinden, die noch möglich sind. Treffen andere Leute und können genauso infiziert werden und mich damit anstecken. Deswegen macht es für mich keinen Sinn, die Assistenten nicht kommen zu lassen oder Mundschutz tragen zu lassen, weil einfach das eine Atembelastung ist für die Assistenten. Und weil man sich sowieso nicht so berührt oder so nahe kommt, dass so eine direkte Infizierung möglich ist, weil Sonja und ich und Corinna und ich sitzen immer in einem Meter circa Abstand und ich glaube, wenn ich mich infiziere, dann kann ich sowieso nicht verhindern,
weil meine Eltern gehen raus und ja, die können mich auch anstecken. Mit denen habe ich mehr Körperkontakt als mit meinen Assistenten. Und dass sie mir was zu essen machen oder zu trinken holen, ist auch ganz normal. Und wenn sie mich dabei infizieren, kann ich es auch nicht ändern. Ich bin nur eine Sache, bin ich mir unsicher. Corinna möchte sich nicht impfen lassen, sobald es einen Impfstoff gibt. Und ob ich davon positiv überzeugt bin, weiß ich nicht, weil Sonja lässt sich impfen, wenn ein Impfstoff da ist. Schon alleine wegen mir und wegen ihrem anderen Klienten lässt sie sich impfen. Und dagegen ist Corinna komplett. Und ich finde, da sollte mehr Offenheit herrschen, wenn sie in so einem Beruf arbeitet. Weil sie riskiert ja auch die Gesundheit von anderen Menschen. Egal bei wem sie arbeitet. Und das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Aber ja, darüber kann man noch diskutieren. Sonst war's das für heute von mir. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Ciao, macht's gut. Bis zum nächsten Mal, eure Ines.